Okay, ich darf nicht auch sagen, aber jetzt ist es mir gerade echt rausgeplatzt. Aber das ist schon verdammt süß. Was zum Teufel, Leute? Was macht ihr mit euren Haustieren? Heute gibt es wieder etwas für alle Tierfans. Also für mich, für dich und für dich. Und zusammen zählen wir bis 5. 1, 2, 3, 4, 5. Imago ist geistig behindert. Yay! Ja, Leute, heute wieder eine Versuche nicht Ohr zu sagen Challenge, beziehungsweise wer Ohr sagt, hat verloren, Leute. Wir gucken uns Clips von so richtig süßen Tieren, ja, also von richtig, richtig, richtig cuten Tieren an, Baby-Tieren und dürfen nicht Ohr sagen. Und ja, lasst mir auf jeden Fall ein Abo da, damit wir weiter wachsen, damit die Marginge jetzt auf die 900.000 zugehen kann. Und lasst einen Daumen hoch, ich würde mal sagen, die 10.000 Likes sind auf jeden Fall drin. Und zwar gucken wir uns natürlich das Cuteste von allen an, und zwar, Baby-Animals, also Baby-Tiere, ja, die sind immer am süßesten. Okay, Leute, Münder werden verschlossen. Ich darf natürlich reden, aber wir dürfen nicht Ohr sagen, ja, kein Ohr. Ab jetzt. Okay, die Musik triggert mich jetzt schon, die mache ich mal ein bisschen leiser. Ja, hier haben wir dann als allererstes direkt mal ein paar Otter am Start. Okay. Die sind wirklich niedlich, aber nicht genug, um damit ich Ohr sagen, ja. Die Panda-Bären. Panda-Bären sind toll. Könnt ihr diese Musik bitte im Hintergrund aufhören? Die nervt mich jetzt schon wieder total an. Hier haben wir ein paar Flamingos, aber die sind jetzt nicht so süß, dass ich jetzt Ohr sagen muss. Ich weiß, jetzt habe ich es gerade gesagt, Leute, das zählt aber nicht. Für die Besserwisser unter euch, das zählt nicht. Okay, hier haben wir einen kleinen Hamster. Oh, das ist so ein Eichhörnchen, Flughörnchen oder irgendwie sowas in die Richtung. Oh mein Gott, das sind geile Tiere. Ich weiß nicht, wie dieser Vogel heißt, aber irgendwie er gönnt sich einen kleinen Freeride. Er hat sich gedacht so, okay, da steige ich mal mit auf, gönne ich mir einen kleinen Ride. Ja, das enjoyt er auch. Der macht auch keine Anzeichen abzusteigen. Okay, da sag ich nicht, ja, da muss ich jetzt nicht Ohr schreien, also so cute finde ich das jetzt nicht. Die Vögel sind eh die geil. Was zum Teufel, Leute? Was macht ihr mit euren Haustieren? Also, ich kenne ja Leute, die so einen Igel haben. Das sind keine europäischen Igel, wie wir sie kennen, sondern das sind ganz weiche Igel. Afrikanische Igel, keine Ahnung. Eine Freundin von mir hat auf jeden Fall auch so einen Igel. Und dieser Igel wurde auf jeden Fall auf eine Toilette gesetzt mit einer Zeitung und einer Brille auf. Vor allem der Igel guckt ja wirklich so, als würde er diese Zeitung lesen. So, ganz interessant. Total interessiert. Erstmal das morgendliche Geschäft erledigen, ne? Dabei eine Zeitung lesen. Leute. Manche übertreiben es auch, wenn sie die Tiere anziehen. Das ist ja manchmal süß, aber manchmal muss man auch aufpassen, dass es den Tieren auch gefällt. Okay, das ist auch, ich weiß gar nicht, welche Tiere das sind. Auf jeden Fall ganz junge, ganz kleine, die haben noch gar keine richtigen Augen. Oh, Seepferdchen. Verliebte Seepferdchen. Oder die machen gerade irgendwas anderes. Ja. Seepferdchen sind auf jeden Fall auch lustige Tiere. Hier mit zwei Koalas. Oh! Oh, da ist es schon rausgerutscht, sorry. Was machen die? Was macht der für Geräusche? Streiten die oder? Oh, jetzt vertragt euch doch wieder. Die sollen wieder Best Friends werden. Best Friends forever. Forever and ever. Shit! Schon wieder! Mann, ich hab so gut durchgehalten, Mann! Warum muss ich jetzt auf einmal auch sagen? Leute, schreibt ihr mal unbedingt auch in die Kommentare, ob ihr verkackt habt oder ob ihr es geschafft habt, Leute. Schreibt es am Ende des Videos oder schreibt es jetzt rein, wann ihr auch immer Ohr gesagt habt. Und hier haben wir wieder so einen Igel, diesen afrikanischen Igel. Keine Ahnung, wie die genau heißen. Aber die sind so ultra cute. Die kann man auf jeden Fall auch als Haustier haben und die kann man einfach durch die Wohnung hier laufen lassen. Oh, süß. Ich finde Koala ist irgendwie echt sausüß. Okay, das sind irgendwelche Eier. Das finde ich jetzt
Ich finde es jetzt nicht eklig, aber ich finde es jetzt nicht super süß, sodass ich auch sagen müsste, oder? Ihr? Nein. Vögel sind einfach die... Das sind einfach die lustigsten Tiere auf diesem Planeten. Wenn ich einfach gute Laune brauche, dann gucke ich mir einfach Papagei-Videos an oder von irgendwelchen Vögeln, die irgendeinen Unsinn machen. Die sind einfach immer lustig, weil die immer irgendwelche Kacke im Kopf haben. Okay, Delfine sind echt geile Tiere. Oh mein Gott, da kommt noch ein zweiter Delfin. Und jetzt? Oh. Der Hund und der Delfin werden beste Freunde. Nein, werden sie nicht. Aber ich hoffe immer. Oh mein Gott, das war gerade der Elefantengeburt. Oh. Ein kleines neues Elefantenbaby ist geboren. Ja, ich will immer, dass die beste Freunde werden, so Delfin und Hund, aber werden sie nicht. Aber wie kurz und schmerzlos so eine Geburt ist, ne? Es fällt einfach da komplett auf den Boden raus und zack ist es da. Schon lustig. Natur ist so komisch. So, ich glaube, der Kleine kann sich noch nicht richtig behelfen. Der kann noch nicht mal richtig aufstehen. Oh, jetzt kommen die ganzen anderen Mitglieder aus diesem... Na, was hat der kleine Rabauke vor? Der ist ganz schön kamerageil. Was sind das denn? Nein, das sind kleine Schildis. Okay, ich darf nicht oh sagen, aber jetzt ist es mir gerade echt rausgeplatzt. Oh. Das gibt auch in Australien so einen Strand, wo die so in Tausenden darüber krabbeln. Oh, das ist schon verdammt süß. Diese ganzen... Weil die so klein sind und so kleine Flossen haben. Yay! Ab geht's in Richtung Wasser. Das ist schon, ja. Da wäre die schon echt schwach. Da wäre die schon richtig schwach. Hier haben wir Doggo, der sich mal eine Rutschpartie gönnt. Ja, warum nicht? Oh, Doggo guckt. Doggo guckt irgendwie, ich ein Tieren hatte da gerade zugeguckt. Und hier ist Pinguin versus Vogel. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist auch ein süßer Vogel. Aber warum fliegt der nicht weg? Oh nein, der hat ein Ei gelegt. Krass. Nein. Das sind nicht Waschbären, die versuchen, da sich so einen Fisch zu krallen. Was probieren? Ey, die greifen da richtig durch und versuchen da so einen Fisch zu greifen. Wie Menschen so. Ja, krass. Oh mein Gott, aber so erwischen die niemals einen Fisch. Niemals. Leute, ganz kurz natürlich einmal die Grüße. Die dürfen natürlich nicht vergessen werden. Grüße gehen raus an die Margangster MB Studio, an Mia Papenhagen, an Merle Piepenbrink. Und den ersten Kommentar im letzten Video hast du geschrieben. Wenn du im nächsten Video auch gegrüßt werden willst, schreib einfach einen Kommentar. Oder sei im nächsten Video der allererste Kommentar, Leute. Oh, Küken sind auch unendlich süß. Kleine Küken, kleine Babyenten. Vor allem wenn die so gelb sind und diese ganz flauschigen Federn haben. Würde ich mal gerne, ich habe noch nie so ein kleines Küken auf der Hand gehabt, würde ich gerne mal. Der sah aus wie dieses eine Pokémon. Es gibt nicht so ein Pokémon, was so aussieht wie so ein Fuchs. Okay, hier haben wir wieder einen kleinen Otter an der Leine. Manche Leute haben echt einen Otter. Ist das überhaupt ein Otter? Ja. Als Haustier. Auch süß. Krass, wie die klettern können, ey. Was versucht der da? Kann man Otter als Haustier haben, Leute? Und einfach mit dem Gassi gehen, wie so ein Hund, ganz normal?
Oh mein Gott, Schildkröte und Raupen oder irgendeine große Raupe und ich weiß nicht, was das für ein Tier ist, irgendein Salamander, irgendeine Echse, keine Ahnung. Hier ist wieder, ja gut, Pinguin. Ja, hat fast geklappt, kleiner Pinguin. Hat keiner gesehen, er guckt sich schon um, ob es jemand gesehen hat, hat keiner gesehen, keine Sorge. Hier haben wir wieder ein kleines Äffchen. Gönn ihm ein bisschen Bananen, komm. Okay, Leute, ich würde sagen, das reicht. Lass auf jeden Fall ein Abo da, wenn du noch nicht in der Mar-Gang bist. Und schreib mir in die Kommentare, ob du es geschafft hast. Lass auf jeden Fall einen Daumen hoch da, damit wir die 10.000 Likes knacken. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen in aller Frische bei einem neuen Video, Leute. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, Leute. Ja, ansonsten bleibt fresh, bleibt richtige Mar-Gangster, aber ihr seid sowieso Mar-Gangster, Leute. Das weiß ich doch. Wir sehen uns in einem neuen Video, Leute. Abonnieren kannst du meinen Kanal auch. Ganz schnell einfach hier. Hier siehst du ein anderes cooles Video von mir. Hier siehst du meinen neuesten Upload. Klickt irgendwo drauf. Seid aktiv. Seid richtige Mar-Gangster, Leute. Wir sehen uns in einem neuen Video. Haut rein. Bis dann. Ciao, ciao. Euer El Mago.